eine Penicillinspritze, keine Totaloperation. Noch ist der Patient nicht tot. Im Spiel der Marktkräfte braucht der Mensch eine gute Portion Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit, wenn er Subjekt bleiben und nicht schieres Objekt werden will. Wieso kommen die noch? Wissen die nicht, dass wir keine Wohnungen und Stellen haben? Warum packen die jetzt nicht drüben an? Jahrzehntelang verging keine Rede ohne die Forderung nach der Öffnung der Grenzen. Jetzt, da sie schwinden, werden neue aufgerichtet. Jahrzehntelang wurde der freie Verkehr von Menschen gefordert. Nun, da neue Migration einsetzt, fällt es schwer einzulösen, was man in Aussicht gestellt hat. Das Ende der Teilung fordern ist das eine, die Öffnung aushalten das andere. Ab Januar 1990 kam es immer häufiger zu gewaltsamen Angriffen und Überfällen auf ausländische Arbeiter, die mit den Regierungsabkommen zwischen den sozialistischen Bruderländern in Afrika, Asien und Lateinamerika in die DDR gekommen waren. Fremdenfeindlichkeit, die in der DDR unterschwellig schon immer existierte, gepaart mit einem erstarkenden Nationalismus, gehörten zur Tagesordnung. Vor Angst trauten sich die Weimarer Vertragsarbeiter oft nicht mehr auf die Straße. Nur wenige der Betriebe überstanden die frühen 1990er Jahre. Den Arbeitsplatz zu verlieren, aus dem vertrauten Zusammenhang herausgerissen zu werden, war für die Betroffenen ein traumatisches Ereignis. Identität wurde zerstört, Lebenszeit entwertet. Bleibt den Frauen in der DDR der gewährte Haushaltstag, der Schwangerschaftsurlaub, der Anspruch auf Kinderkrippe und Kindergarten erhalten? Was wird aus dem Paragraphen 218? Werden Schul- und Uni-Abschlüsse wechselseitig anerkannt? Und gibt es für alle identische Pässe? Man hat die Opposition in der DDR niemals politisch ernst genommen. Ich halte das für einen der schwersten Fehler und für ein wirkliches Versagen der Regierung Kohl. Schneller als die Gesellschaft nach dem stürmischen Herbst wieder in ihre alte Mentalität zurückfiel, hatten wir aus dem Aufbruch Institutionen gebaut, die ihn lebendig halten sollten. Ich weiß ein... Das Jahr 1990 freilegen. Eine Remontage der Zeit über Umbrüche, das Ankommen im Heute. Was wir gehört haben, waren Stimmen, Originalstimmen aus jenem Jahr 1990. Wir erinnern uns, das Ende der DDR-Staatlichkeit kam am Mittwoch, dem 3. Oktober 1990, einen Tag nach der Konferenz der KSZE-Außenminister, die vorab über die Ergebnisse der 4+2 oder wie wir in Deutschland sagen, der 2+4 Verhandlungen informiert werden sollten. Die Wiedervereinigung war keineswegs unumstritten. In atemberaubendem Tempo passierte sie und fand Widerspruch auf beiden Seiten der Grenze. Manche sprachen von Übernahme, von Anschluss. Ein Teil der Ostdeutschen erwartete blühende Landschaften und eine friedlichere Welt, Freiheit. Ein anderer Teil monierte, dass der Westen die DDR schlucken würde und in das kapitalistische System der BRD einverleiben. Schnell folgten Angst vor Identitätsverlust, Bevormundungsgefühle, Arbeitslosigkeit. Aber auch im Westen gab es Vorbehalte. Es ging einigen alles zu schnell und man befürwortete zunächst die Beibehaltung zweier Staaten. Das Ende der Teilung könnte ja bedeuten, teilen und sich tatsächlich auf den Osten einlassen zu müssen. Doch darüber hinaus gab es in beiden deutschen Staaten eine Protest- und eine Subkultur, die voneinander wusste und miteinander im Gespräch war. In der dissidentischen Welt, aber auch in der Kirchenwelt. Und was noch wichtiger war, es gab eine zentraleuropäische Dissidentenszene, die ebenso miteinander im Gespräch war. Sie saß bei den 2+4 Verhandlungen
nicht mit am Tisch. Und ich möchte das Zitat, das wir gerade gehört haben von Wolfgang Ullmann, noch einmal wiederholen. Man hat die Opposition in der DDR niemals politisch ernst genommen. Ich halte das für einen schwersten Fehler und für ein wirkliches Versagen der Regierung Kohl. Und das trifft sicher auch auf manche Oppositionen in anderen zentral- und osteuropäischen Staaten zu. Aber 1990 war vieles offen, vieles war möglich. Nach den 30 Jahren wollen wir noch einmal das Jahr 1990 freilegen, um über Gleichzeitigkeit von Freiheit, von Aufbruch, Enttäuschung, Emanzipation und Anpassung zu hören und die Entwicklungen bis heute in den Blick nehmen. Das Ende der Teilung Europas, der Aufbruch der zentral- und osteuropäischen Länder und ihre Sehnsucht nach Wohlstand, nach Sicherheit in der Europäischen Union, in der NATO, soll hier eine der Hauptrollen spielen. Denn so wenig wie die DDR-Opposition ernst genommen wurde, so wenig wurden die Mittel- und Osteuropäerinnen wahr und ernst genommen. 30 Jahre später hat die Europäische Union die Rechnung auf dem Tisch. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Herzlich willkommen, liebes, kleines, Corona-kompatibles Publikum hier in der Heinrich-Böll-Stiftung in der Schumannstraße. Und wir freuen uns gemeinsam auf die Diskussion mit unseren Podiumsgästen, mit Milan Horacek. Milan Horacek hat das erste Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Prag aufgebaut, als Menschenrechtler, als tschechischer Dissident, als Bundestagsabgeordneter, als Europaabgeordneter und als enger Freund von Václav Havel. Wir kommen darauf zu sprechen. Mit Annette Gröschner, Autorin vieler Bücher. Wir kommen noch auf die näheren Titel und die genauen Dinge. Mit Sergej Lagodinsky, mit Dr. Sergej Lagodinsky, Rechtsanwalt, Publizist und Abgeordneter der Fraktion der Grünen im Europaparlament. Herzlich willkommen. Und mit Jan Wenzel. Jan Wenzel ist Herausgeber der Publikation Das Jahr 1990 freilegen. Ich habe das hier mal etwas plakativ positioniert. Man sieht am Format des Buches, das lässt sich nicht mit einem Satz und einem Bild sagen, was 1990 passiert ist. Und deshalb, das hat die Stiftung Buchkunst übrigens auch erkannt und hat dem Buch den Preis als schönstes Buch 2020 verliehen. Jan Wenzel lebt als Verleger, als Autor und Künstler in Leipzig. Zusammen mit Markus Dresen und Anne König hat er 2001 den Verlag Spector Books gegründet. Und das Jahr 1990 freilegen schaffte es nicht nur oder erhielt nicht nur den Preis für das schönste Buch des Jahres 2020, sondern stand auch auf der Shortlist für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Jan Wenzel, wir haben einige unterschiedliche Stimmen gehört aus dem Buch, aus dieser Remontage. Wir sehen, es hat Telefonbuchformat-Ähnlichkeiten, so kann man ja vielleicht sagen. Unglaublich viele interessante Zitate, die zum Nachdenken, zum Assoziieren anregen, auch Protokolle der zentralen runden Tische der DDR, Zeitungsartikel, aber vor allen Dingen Fotografien. Die sind vielleicht ein bisschen das Herzstück des ganzen Porträts von öffentlichkeitswirksamen Persönlichkeiten, aber auch von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, Arbeiterinnen, Arbeitern. Wie seid ihr als Team oder wie bist du als Verleger auf die Idee gekommen, ein solches Buch zu machen? Also der Wunsch und eine vage Idee existierte schon seit dem Jahr 2000. Also nochmal auf dieses Jahr 1990, auf die frühen 90er Jahre auch zurückzukommen und etwas, was
vielleicht eben in seiner Dichte auch selbst einem nicht mehr klar entwirrbar war, was in schneller Folge passiert ist, das sich nochmal anzuschauen. Und wir haben, Anne König und ich, 2018 ein Fotofestival in Leipzig kuratiert und das war im Prinzip der erste wirkliche Schritt auch zu diesem Buch. Wir haben mit einer ganzen Anzahl von Fotografinnen und Fotografen da gearbeitet und uns hat bei dem Fotofestival interessiert, einen weiteren Begriff von Gegenwart zu haben. Also wenn man ein Jahr wie 1990 anschaut, dann würde ich sagen, das ist ein Jahr von langer Dauer. Also es endet nicht Silvester 1990, sondern hat bis in die Gegenwart einfach seine Konsequenzen, seine Echos. Und umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, eben Formen auch zu finden, wie man sich selbst Geschichte wieder aneignen kann. Also wie man sich vergewissern kann auch, was ist passiert, stimmt meine Erinnerung, wie man auch noch mal versteht, wie Geschichte immer auch einen Möglichkeitsraum bietet, wie Geschichte in Momenten offen ist und auch aus ganz bestimmten Gründen eben ihre Richtung dann nimmt. Und das ist der Ausgangspunkt für dieses Buch gewesen. Ein Buch, was ich als ein Kollektivbuch beschreiben würde, weil ich zusammen mit einer ganzen Anzahl von Personen an diesem Buch gearbeitet habe, aber auch weil ein wesentlicher Teil des Buches Texte sind. Also ich beschreibe am Anfang, dass es eigentlich auch wie eine performative Lektüre ist. Also ich zeige in dem Buch, was ich selbst gelesen habe und baue aus Texten oder Textbruchstücken, die ich gelesen habe, etwas zusammen. Kombiniere das mit Fotografien und wenn man hier sieht, jede Seite ist im Prinzip für sich wie eine Bühne. Es gibt sehr unterschiedliche Stimmen, die nebeneinander stehen. Es gibt kleine Textschnipsel, die auch wie ein Thema für eine Seite geben, die den Bildern auch eine ganz bestimmte Lesart dann geben, eine Interpretation. Und das Buch ist wie ein Steinbruch auch. Also man kann es an jeder beliebigen Seite öffnen. Man kann schauen beim Blättern, wo man hängen bleibt und sich von da an wieder in bestimmte Momente dieses Jahres hineinarbeiten. Man kann staunen über Dinge, die man vergessen hat oder man kann an anderer Stelle auch sehr schnell wieder ein Gefühl bekommen, was einen mit diesem Jahr auch verbindet. Wen habt ihr gedacht? Wen hattet ihr als Leserin, Leser, als Zielgruppe im Blick? Oder war das, so wie du es jetzt beschrieben hast, sind das natürlich die Menschen, die, oder scheinen es erstmal die Menschen zu sein, die es erlebt haben, die sozusagen ihre eigenen Erinnerungen hineinassoziieren können. Und ich kann nur sagen, bei mir funktioniert es. Also das ist für mich ein großer Raum der Assoziation und der Erinnerung an das, was man selber erlebt hat und die in der Weise ich noch nicht sortiert habe, so für mich. Und habt ihr auch an Menschen gedacht, die jünger sind, die das nicht erlebt haben, wie das auf die wirken kann? Genau, also es ist ein Buch, was sehr unterschiedliche Zugänge auch ermöglicht. Und der Verlag Spector Books ist ein Verlag, der immer wieder auch sich die Frage stellt, wie kann man heute mit dem Medium Buch umgehen? Also was kann das Buch jenseits eines Textcontainers sein? Und bei diesem Buch gibt es, was das Layout angeht, eine Linie, die bis in die 20er Jahre zum Holy Notch zurückführt, der damals etwas entwickelt hat, was er selbst Typofoto nannte und wo er über ein Liniensystem die Seite in kleine Teilflächen unterteilt hat. Und wir haben 2018
2018 mit diesem Prinzip gearbeitet, als wir mit Alexander Kluge zusammen einen Katalog für das Museum Folkwang in Essen gemacht haben. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie diese grafische Innovation von Moholy im Prinzip Assoziationsmaschinen ermöglicht. Das hat sicher damit zu tun, dass eben diese Teilflächen und das Material, was man auf diesen Teilflächen platziert, seinen eigenen Raum auch hat, dass man es sozusagen in seiner Eigenständigkeit liest, aber gleichzeitig in seiner Assoziationsfähigkeit, in seinem Zusammenhang. Und das Erstaunliche ist, dass es das Buch jetzt in seinem Äußeren anders ist als viele Sachbücher oder Geschichtsbücher, dass es aber sehr vielen Leuten einen Zugang gibt. Also ich habe, wir haben das Ende November letzten Jahres ist es erschienen und ich habe dann schon nach Weihnachten von verschiedenen Leuten gehört, die es Verwandten geschenkt haben, die dann für Tage während der Feiertage verschwunden sind und sich festgelesen hatten. Und das ist etwas, was intendiert war, aber es ist natürlich dann immer auch ein großes Glück, wenn etwas aufgeht, also wenn es wirklich sozusagen ermöglicht, sich in Geschichte nochmal in ihrer Gleichzeitigkeit, in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Vielstimmigkeit auch hineinzubegeben. Gab es auch sowas wie Widerspruch oder Protest oder das Gefühl, hier wird eine bestimmte Interpretation angeboten oder ist das gar nicht möglich, weil durch diese Art, ja, die eben beschriebene Inszenierung, diese Assoziationsmaschine eigentlich jeder und jede ihre Interpretation auch drin der Zeit und des Jahres wieder drin wiederfinden kann? Also was mich sehr interessiert oder wo ich mich wiederfinde, ist eine Literaturtheorie, wie sie Michael Bachtin entwickelt hatte, die auf Dialogizität baut, also die sozusagen eben nicht eine Interpretation dieses Jahres vorgibt, sondern eher auf diese Vielstimmigkeit auch setzt, also gegensätzliche Stimmen zu Wort kommen lassen. Mich hat immer wieder auch bei der Auswahl interessiert, sozusagen so hybride Momente auch zu finden, also Personen, die aus dem Osten in den Westen gehen oder in die andere Richtung, um sozusagen eine Vielzahl von Blicken auch zuzulassen und nebeneinander auch zu haben. Und es gibt an einer Stelle in dem Buch, schreiben wir, dass dieses Jahr sich nicht auf einen Nenner bringen lässt. Und ich glaube, dass es etwas Wichtiges ist, auch im Verständnis von Geschichte, diese Gleichzeitigkeit und diesen Kontrastreichtum auch zuzulassen. Also gar nicht den Versuch zu machen, zu sagen, das Jahr 1990 ist das, sondern eher, ähnlich wie Kluge arbeitet, zu Geschichten immer auch Gegengeschichten zu suchen und dadurch einfach ein viel präziseres Verständnis auch von einer historischen Situation zu bekommen. Hat also das Dialogische und sozusagen der Charakter so quasi eines offenen Kunstwerkes, so sortiere ich das jetzt mal für mich, so im Sinne von Umberto Eco, hat die Tatsache, dass die meisten Bilder ja schwarz-weiß sind, zieht das einen eher in diese Interpretationsmöglichkeit hinein und schafft das nochmal eine Distanz und eine Vergangenheitsdimension oder welche Funktionen hat das? Na, ich glaube, dass viele Bilder schwarz-weiß sind, hat einmal damit zu tun, dass dieses Buch sehr viel Material, was man als dokumentarisch oder an den Fakten entlang beschreiben könnte, enthält. Das ist zu dieser Zeit, ist das dokumentarische Foto oft noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber wir haben auch immer wieder geschaut, es gibt Farbfotografie oder es gibt wie hier Fotografie aus dem Weltall auch, weil das Hubble-Teleskop in dem Jahr auch ins All geschossen wurde.
und es natürlich sozusagen jetzt nicht ein schwarz-weißes Jahr ist, sondern da auch in, hier sieht man das in diesem Nebeneinander und in diesem Parallellaufen sich auch unterschiedliches Material reibt. Und das, glaube ich, auch gut ist, wenn sozusagen eine technologische Innovation aus diesem Jahr neben einer eher anachronistischen Art, Briefe zu sortieren, visuell nebeneinander steht. So. Also dieser Clash auch im Visuellen ist durchaus beabsichtigt, weil es einem auch klar macht, dass dieses Jahr in vielfältiger Weise eine Schwelle ist. Der Kalte Krieg geht zu Ende. Es ist aber auch das Jahr, wo das Internet öffentlich nutzbar wird. Es ist das Jahr, wo Mobiltelefonie mit zwei parallelen Netzen in Deutschland installiert wird. Und diese Gleichzeitigkeit eben von geschichtlicher Erzählung, aber vielleicht eben auch von einer neuen Infrastruktur der Kommunikation, vom Übergang des Industriellen zum Postindustriellen, diese vielfältigen Dinge, die sich mit diesem Jahr verbinden und die in diesem Jahr auch gleichzeitig sozusagen einen Schub, einen Impuls bekommen, das ist sozusagen Absicht dieses Steinbruchs auch, das zusammenzuhalten. Und es gibt unten immer zu den einzelnen Büchern, aus denen Passagen sind, die Ausgänge, sodass man eigentlich von einer Seite auch sich in die Bibliothek bewegen kann und in ganz andere Richtung dann auch weitere Versatzstücke dann für sich finden. Kann man es auch so sozusagen im, ich sag mal, so im gesellschaftshistorischen Sinn als ein Angebot verstehen, auch nochmal neue Interpretationswege des Jahres 1990 zu gehen, so raus aus diesen festgefahrenen, hier sind die, also ich meine, der Begriff des Ossis und die Ostalgie und alles, was sich dann quasi entwickelt hat, nochmal zurückzugehen und zu sagen, jetzt schauen wir nochmal mit all den Aspekten, die du jetzt auch nochmal genannt hast, drauf. Und es gibt nochmal das Angebot, nochmal zurückzugehen und nochmal nach einer neuen Interpretation zu suchen, obwohl klar ist, da, also dieses Jahr ist eines dieser besonderen Jahre der Geschichte, an denen sich Dinge wirklich signifikant verändert haben. Ja, ich glaube, dass es für uns als Gesellschaft auch wichtig ist, einen Umgang mit Geschichte zu haben, der immer wieder prüft, also der diese Narrative nicht Beton werden lässt. Dafür braucht es Form. Und ich glaube, dieses Performative, was in diesem Buch, in seiner Art, mit Material umzugehen, in seiner grafischen Form drin ist, ist etwas, was für jeden auch die Möglichkeit gibt, sich selbst ins Verhältnis zur Geschichte und seine eigene Lebenszeit ins Verhältnis zur Geschichte zu stellen und sich auch in seiner Erinnerung zu überprüfen. Weil Erinnerung ist etwas, was eben auch schnell eng werden kann. Also wo man sich eine bestimmte Geschichte in eine Geschichte einschleift. Und die Möglichkeit zu haben, sich selbst auch noch mal in diesem Jahr zu verorten, ist das, was die Intention dieses Buches auch war. Oder die eigenen Eltern oder Großeltern, ja, wie noch immer. Ja. Es gibt ein paar Bilder oder wenige von auch einen Text von Václav Havel in diesem Buch, ohne den das Jahr 1989 und das Jahr 1990 gar nicht zu denken sind. Milan, über dich gab es eine Radiosendung am 14. Januar 1985. Das war jetzt noch etwas davor. Und der Titel dieser Radiosendung war Der MdB mit dem tschechischen Akzent. Ein Zitat aus dieser Sendung: Osteuropa und Menschenrechtsfragen ziehen sich wie ein roter Faden durch seine politische Laufbahn.
Er war Stadtverordneter, Bundestags- und Europaabgeordneter und viele Jahre Leiter des Prager Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Und 1980 wurde Milan Horacek aus der GSSR ausgebürgert, die dann 10 Jahre später durch den ersten nicht-kommunistischen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei, Václav Havel, zurückgenommen wurde. Milan, 1990, Václav Havel und die Böll-Stiftung. Wie geht das bei dir zusammen? Ja, ganz einfach. Erstens habe ich dann überhört oder übersehen diese Fälle. Ich wurde persönlich von dem Innenminister ausgebürgert schon 1978. Aber das ist Kleinigkeit. 2 Jahre früher. Ja. Und es war dann auch so, dass als diese Ausbürgerung ich in den Händen hatte und die zufällig auch dem Lev Kopelev gezeigt habe, der sagte, siehst du, die Tschechoslowakei trotz alledem ist noch ordentlicher Staat als die Sowjetunion. Mir gaben die nur ein Zarpapier, dir haben die eine 3 Seiten Begründung, was du alles verbrochen hast, ja, geschrieben, warum du ausgebürgert. Und das ist die Grundlage für das Ganze. Weil wir haben schon Anfang der 70er Jahre natürlich hier die Prager 68er angefangen zusammenzuarbeiten mit dem, sagen wir, linksliberalen Menschen in Deutschland oder Westeuropa. Und ich selbst war in Frankfurt, da war der Danny Cohn-Bendit, der Joscha, da war auch der Joschka Fischer und andere. Aber davor war ich schon mit Josef Beuys oder Heinrich Böll und Rudi Dutschke in der Freie Internationale Universität, auch Zusammenschluss von Leuten, die uns sehr geholfen haben. Wir hatten hier rausgegeben die Zeitschrift, wo auch Günter Grass und Carola Stern mitgeholfen haben, 76, dann 80. Ich habe die deutsche Mutation von Liszt, die heißt Blätter. Und da haben wir uns eingesetzt, nicht nur für politische Gefangene, die es immer wieder gab, aber auch grundsätzlich um die Menschenrechte an sich, was natürlich zusammenhing auch mit Helsinki. Ja. Und 77, Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei, ist auch entstanden aus einem sehr starken Engagement für Musiker der Plastic People, weil so Rock unabhängig und so nicht kommunistisch, sozialistisch oder umgekehrt. Und das haben dann auch westliche Intellektuelle, eben von Heinrich Böll bis Dürremer und so weiter, bis nach Amerika. Und dann kam die Gründung der Grünen, in der ich auch involviert war, und dann Gründung der Heinrich-Böll-Stiftung hier. Und als wir dann diskutiert haben, innerhalb der Gründungsleute auch, wo wir vielleicht das erste Auslandsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung machen sollten, war uns relativ klar, dass es in Mittelosteuropa sein müsste. Weil Westeuropa, da war der Kontakt und alles natürlich frei, aber Mittelosteuropa war noch terra incognita, oder? Ja. Und zuerst haben wir mit Lukas Beckmann und anderen nachgedacht, Polen, da war schon 89 Mazowiecki dran, oder auch Ungarn, wo wir sehr gute Beziehungen zu Gyorgy Dalos, György Konrád hatten und so weiter. Und, aber es war für alle klar, irgendwo logisch, wenn auch Tschechoslowakei fällt, dann gehe ich zurück nach Prag. Und das habe ich auch noch quasi halb legal
noch 89 zu Ende des Jahres gemacht und kam dann zu Havel in seine Wohnung mit einigen Materialien, die der Lukas mit einem Auto damals noch aus Bonn transportiert hat, also Geräte, die es bis dahin in der Tschechoslowakei nicht gab. Und das erste Büro der Böll-Stiftung habe ich aber bekommen bei der Prager Feuerwehr, bei der Führung der Prager Feuerwehr. Okay. Über Wenzelsplatz, ja, aber warum? Ich habe selbst, das ging irgendwie normal so, dass ich versucht habe, eine Freundschaft zwischen Frankfurt, wo ich lange war, und Prag als der erste nicht-kommunistische Oberbürgermeister, so heißt es Primator, gewählt wurde. Und Volker Hauff war damals Oberbürgermeister in Frankfurt. Und ich habe Freundschaft gemacht. Und dann kam zu der Unterschreibung mit der oberste Feuerwehrdirektor von Prag. Die dachten, dass sie jetzt Hochhäuserbauern kennen. Und weil in Frankfurt berühmt war, wie hieß der, der diese ein Hochhaus auch gelöscht hat, ein berühmter Feuerwehrmann. Und die haben aber gesagt, das ist eine schlechte Idee, Hochhäuser zu bauen und so weiter. Aber am Abend, als es aus so... Aus Brandschutzgründen sozusagen. Aus mehreren Gründen. Aber am Abend habe ich gesagt, ich müsste irgendwo ein Büro finden. Und der hat mir gleich angeboten, dass ich mir da im ersten Stock was zurechtmachen kann. Erst ein Jahr später habe ich irgendwie eigentlich nachgefragt, wieso ging das so schnell. Und er hat mir gesagt, weißt du, wir hatten eine Freundschaft mit der Kiewer Feuerwehr. Und ich habe das Büro 1990 eröffnet. Und Tschernobyl war 1986. Und von der Kiewer Feuerwehr lebt niemand. Und außerhalb der ganzen Diskussion um Fragen der Atomkraft oder sowas, war ziemlich logisch. Und genauso logisch war das auch mit dem Havel. Ich habe schon bei meiner ersten Rede im Bundestag gesprochen darüber, dass der Waschek in den Briefen an Olga geschrieben hat, wenn er im Westen wäre, jetzt wäre er innerhalb der Friedens- und Ökologiebewegung. Hat in Tschechoslowakei damals niemand verstanden, genau. Oder fast niemand. Mhm. Und im Westen haben die sich gedacht, na, Dramatiker schreibt jetzt etwas. Aber das ging über alle möglichen Stationen immer wieder. Und er hat bis zuletzt die tschechischen Grünen unterstützt bis zu seinem Tod, ja, immer wieder. Und die Grundfrage war, warum? Weil er sozusagen geschätzt hat, nicht nur Frage der Umwelt, Ökologie und so weiter, aber der Verbindung, die wir immer gemacht haben, zumindest unsere Kreise, nicht alle Grüne, aber der Menschenrechte und der Umwelt. Ja. Und das hat dann mit sich gebracht wiederum, dass wir ungeheure Vorteile hatten. Ich konnte sowohl in Wallensteinpalais oder auf der Burg Veranstaltungen machen, in Repräsentationsräumen, nur um das Aufräumen sozusagen zu bezahlen. Sonst die Miete wurde mir erlassen und so weiter. Und ich habe immer wieder Spitzenleute, nicht nur aus der Tschechoslowakei, aber eben aus dem ganzen mitteleuropäischen Raum, Adam Michnik oder eben alle. Und umgekehrt auch unsere westlichen Leute gingen sehr gern. Wir hatten zum Beispiel reflektiert 25 Jahre
Prager Frühling. Da kam nicht nur Gretchen, Dutschke, Rudi lebte schon nicht, aber andererseits auch der Danny, Kornbandit und andere. Und da lebten noch eine Reihe der 68er, mhm. Der Prager 68er. Aber das war ja auch ein starkes politisches Statement. Und die Verbindung von Menschenrechten mit der Ökologiefrage hat ja nicht allen Grünen eingeleuchtet. Ja, logisch. Die Grünen waren nicht immer irgendwie ganz offen zugänglich, waren auch beschränkt seinerzeit. Und in bestimmten Fragen sind es bis heute. Okay, da. Das Problem ist folgende. Ja. Guck mal. Wenn wir sprechen über die Teilung Deutschlands, Teilung Europas. In den 80er Jahren haben das schon stark unsere Leute in Prag bzw. Tschechoslowakei diskutiert. Im Zusammenhang Teilung Europas. Ja. Und wir haben das im Westen diskutiert mit unseren westlichen Leuten. Und es ist nicht ohne Grund, dass am 11. März 1985 die Prager Erklärung, Aufruf gemacht wurde, wo ungefähr, sagen wir, also der Charta 77, wenn wir die Teilung Europas überwinden wollen, müssen wir die Teilung Deutschlands überwinden. Das heißt, es bedingt einander. Hat hier niemand verstanden, mhm. und sogar meine beste Mitarbeiterin, als ich gesungen habe, wir trinken eine Kleinigkeit auf die deutsche Einigkeit, hat mal die Türen zugeknallt. Das war die Elisabeth. Ja, naja, weil für die war es... Es klang ja auch etwas reaktionär hier Westen. Im Westen klang das reaktionär. Nein, es ging um reale Ängste auch, dass wieder großes Deutschland, 80 Millionen mitten in Europa, stärkste, nicht nur ökonomische, aber dann auch politisch, womöglich auch militärische Kraft, auch wenn eingebettet in der NATO und so. Also es gab verschiedene Argumente, auch logische. Aber da kamen wir ziemlich klar. Aber was wichtig ist, warum ich das Datum genannt habe, am 11.03.1985, wer wurde dazu Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt? Publikum? Ja. Ja, aber das war schon, nein, aber das war schon Diskussion, die ging bis nach Osteuropa, nicht nur Mitteleuropa. Ja. Und das ist wichtig, wenn wir über Teilung Deutschlands und jetzt Überwindung der Teilung sprechen. Dass das auch ein Teil ist der Überwindung der Teilung, nicht nur Zentraleuropa, sondern auch Osteuropa. Darauf werden wir nachher noch kommen, weil wir nämlich auch Menschen im Publikum haben, die da auskunftsfähig sind. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen so in diese Richtung wenden und freue mich nochmal, Annette Gröschner herzlich willkommen zu heißen. Sie lebt seit vielen Jahren als Schriftstellerin, als Journalistin in Berlin und hat nicht nur über Berlin und seine Menschen geschrieben, sondern auch und insbesondere explizit über die Berliner Frauenbewegung, publiziert regelmäßig in Zeit Online, hat zuletzt eine hochgeschätzte Sammlung von Porträts, Reportagen, Miniaturen und politischen Essays veröffentlicht. Und vielleicht ein kleiner Werbeblock für die eine kleine Reihe auch auf der Seite der Böll-Stiftung unter Berlin unter Corona sozusagen. Und auch in diesem Band, in diesem Telefonbuch 1990 Freiling, ist sie mit zwei sehr berührenden kleinen Texten vertreten. Traumprotokolle heißen die. Herzlich willkommen, liebe Annette Gröschner. Das Bild, das wir sehen, zeigt Frauen, Arbeiterinnen. Arbeit ist ja für Menschen nicht nur Betätigung, sondern Existenzgrundlage. Aus ihr wird Bestätigung gezogen, Wertschätzung.
Und sie ist Teil des sozialen Miteinanders. In dem Buch von Jan Wenzel sind Fotografien von Christiane Eisler und Silke Geister. Und hier sehen wir ein Bild aus dieser Reihe Luxus, Arbeit. Meine Mutter war auch nur eine Frau. Wir haben im Hinterkopf, dass die Rolle der Frauen, auch das Selbstbild der Frauen in der DDR ein anderes war als in der Bundesrepublik vor 1990. Und wir haben auch in Erinnerung, dass der Verlust der Arbeit quasi dem Verlust der gesamten sozialen Beziehungen gleichkam, weil das ein dichtes Geflecht war. Annette Goschner, was war deine Mutter für eine Frau? Meine Mutter? Ja, meine Mutter hat wirklich, ist eigentlich so ein Beispiel dafür, wie das so in dieser Umbruchzeit war. Ja? Meine Mutter war eigentlich Chemiefacharbeiterin, ist dann später Sekretärin gewesen, hat dann in dem privaten Café meines Onkels und meiner Tante als Buffetkraft gearbeitet und hat zu der Zeit auch zwei Jobs gehabt, ist dann zu einer liberaldemokratischen Zeitung gegangen als Sekretärin ungefähr 1987 und hat in dieser Zeitung dann diesen Umbruch erlebt. Und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil es auch so ein bisschen korrespondiert mit dem, was in dem Buch drin ist, was Martin Gross beschreibt. Also er geht ja nach Dresden, das ist jemand, der aus dem Westen gekommen ist, er geht nach Dresden und beobachtet dort, wie sich die Zeitung Union, also die christlich-demokratische Zeitung, quasi verändert. Erst wird sie ganz offen und setzt sich an den Anfang der Bewegung, also erzählt zum ersten Mal die Wahrheit oder versucht in Diskussion zu kommen mit den Leserinnen und Lesern und dann kommt halt die Wende und die Zeitung wird aufgekauft von einem westdeutschen Verlag und alles, was eben so angefangen hatte, diese ganze Euphorie ist plötzlich vorbei, fällt in sich zusammen und die Leute gehen entweder selber oder sie werden, die Redaktion wird aufgelöst, irgendwann existiert die Zeitung nicht mehr und genau das hat meine Mutter erlebt in Magdeburg als in dieser liberaldemokratischen Zeitung, die dann auch einen neuen Namen bekam und dann gab es eben so Werbezeug, was noch gedruckt wurde, aber am nächsten Tag gab es eben die ganze Zeitung nicht mehr. Und dann ist sie, weil meine Mutter eben auch jemand war, zu der Generation gehört, die das, was man später dann Erwerbsneigung bösartig genannt hat, ja, also Frauen, die eine zu große Erwerbsneigung haben, was unter anderem auch noch in der Zeit diskutiert wurde, als Angela Merkel Frauen- und Familienministerin war. Also da ging es auch immer noch darum, wie schaffen wir, dass die Frauen weniger Erwerbsneigung haben. Und sie hatten die aber immer weiter. Und sie wollten eben einfach, bis heute, ne? Ja, sie wollten einfach nicht aufhören zu arbeiten. Und das hat natürlich solche Gemengelagen ergeben, wie dann später bei meiner Mutter. Die hat dann bei irgendeinem Filou angefangen. Ich sage jetzt mal Filou, weil es ist auch eine wunderbare Familiengeschichte, das war jemand, der war halt in den Westen gekommen, aus dem Westen in den Osten gekommen und war da offenbar schon gesucht. Also der hat dann ein riesengroßes Imperium aufgebaut mit allen Fördergeldern und so weiter, hat nie eine Rechnung bezahlt und die Leute mussten dann, die Computer wurden wieder abgeholt, die Mitarbeiter mussten dann in dem Computergeschäft weiterarbeiten, um eine Zeitung zu machen und so. Und sie war etliche Male vor Gericht und meine Mutter kannte sowas überhaupt nicht, dass man vor Gericht irgendwas aussagen muss und sie hat dann, ist aber dort geblieben, weil sie eben arbeiten wollte. Sie wollte ihr eigenes Geld verdienen und das betrifft halt diese ganze Generation. Und ich finde es immer sehr interessant, über diese Generation meiner Mutter nachzudenken, weil das waren diejenigen, die sich ja noch entscheiden konnten vor 1961, ob sie in der DDR bleiben oder ob sie weggehen. Also meine Mutter als Chemiefacharbeiterin hätte auch nach Leverkusen gehen können. Und da wurden händeringend Chemiefacharbeiterinnen gesucht. Und ihre Freundinnen waren auch alle in den Westen gegangen, aber die waren eben als Hausfrauen geendet oder haben halt ihr Leben dann als Hausfrauen gelebt. Und das war etwas, was meine Mutter immer gesagt hat, da ist sie froh, dass sie das nicht gemacht hat, dass sie eben ihr eigenes Geld verdient hat. Und das war aber eben die Generation, die nach der Wende eben auch dafür letztendlich mehr oder weniger bestraft worden ist, dass sie eben geblieben ist. Und sie haben eben, und da gibt es eben auch, Überlegungen, wo man dann, also sie haben dann unter
unter Bedingungen gearbeitet und für wenig Geld. Und es gab eben auch kein Vertrauen mehr zu Gewerkschaften. Also sie haben im Prinzip das vorausgenommen, was heute eben auch wirklich überall diskutiert wird, dieser Neoliberalismus, der eben auch dazu geführt hat, dass die Arbeitsbedingungen schlechter wurden. Und es gibt halt in der Generation sehr viele Leute, die dann eben vor allen Dingen Frauen in Berufen gearbeitet haben, wo sie eben nicht zu Tarifen bezahlt worden sind, sondern eben viel weniger Geld bekommen haben. Und das war im Prinzip das Problem dieser einen Generation. Und das zweite, und das habe ich eben auch noch mal, als ich dieses Buch über die Frauenbewegung in Ost- und West-Berlin geschrieben habe, ist es mir noch mal aufgefallen, es gab ja zwei Sachen, die für Frauen eine große Bedeutung hatten nach der Wende. Das eine ist, es gab einen Gebärstreik. Also es wurden keine Kinder mehr geboren. Das ist etwas, wo heute kaum noch drüber geredet wird, aber mein Sohn ist 1989 geboren, also im Frühjahr 1989, als er in die Schule kam, war die Schule noch dreizügig und zwei Jahre später gab es nur noch eine erste Klasse. Und das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Bundesländer überhaupt, also auf die östlichen Bundesländer. Also viele Frauen sind ja auch weggegangen. Also es gab ja auch ich habe heute gerade bei Steffen Mau gelesen, bei dem Soziologen, dass es eben eine Maskulinisierung des Ostens gab, weil viele Frauen einfach auch weggegangen sind. Also ich war 1999 Stadtschreiberin in Rheinsberg und habe das ein halbes Jahr lang beobachtet in dieser Kleinstadt. Und die jungen Frauen, die so Abitur machten, die gingen immer in den Schreibwarenladen und kauften sich Bewerbungsmappen, um sich wegzubewerben. Und die Jungs saßen irgendwie auf dem Platz und hatten ihre Baseballschläger dabei. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das waren so Beobachtungen, dass eben Frauen eben versucht haben, auch so viel wie möglich auch ein eigenes Leben zu haben. Ne? Und das Zweite, was ich nochmal mit Entsetzen auch gelesen habe, war, dass viele Frauen sich nach der Wende haben sterilisieren lassen. Einfach, weil sie Angst hatten. Es gab ja immer diese Diskussion, die gab es auch schon zu DDR-Zeiten, Frauen, die dann irgendwie ein Jahr ausfielen, weil sie ins Mütterjahr gingen oder ins Babyjahr oder wie man das immer nennen mag. Und das gab es dann in der Form nicht mehr. Es gab ja dann das ganz normale westdeutsche Erziehungsgeld, aber es gab halt diese Angst, dass der Arbeitgeber denken könnte, dass man nochmal Kinder bekommt. Und dann haben eben viele Frauen sich sterilisieren lassen. Und das finde ich, ist so ein Eingriff in die Körper. Einfach auch deswegen, weil man eben frei sein will oder frei bleiben will und sich nicht abhängig machen will von einem Mann, der einen versorgt. Und ich glaube, das ist etwas, was so wirklich eine Besonderheit der Frauen im Osten ist. Ja, und es ist ja auch hartnäckig geblieben. Es gibt ja zum Beispiel Statistiken darüber, dass prozentual signifikant weniger Frauen im Osten ihren Männern Kleidung kaufen. Also im Westen machen das mehr Frauen, kaufen für ihre Männer Kleidung. Solche Dinge. Sind das diese generationellen Zusammenhänge? Das sind ja nicht nur Existenz, das finde ich, hast du jetzt sehr schön beschrieben. Es geht ja nicht nur um Existenzsicherung, sondern es geht auch um Sinn. Ja. Sinnfindung, ja. Sinnstiftung. Klar, Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass Arbeiten eine große Sinnstiftung hatte und auch eine Verbindung. Also ich habe ja nach der Wende, ich bin ja eine Autorin, die viel recherchiert und ich habe in der Mitte der 90er Jahre über die Geschichte der Eiscreme-Industrie ein Feature gemacht und die Abwicklung der Eiscreme-Industrie der DDR. Und da bin ich irgendwann in einem sächsischen Dorf gelandet bei einer Frau, die war Brigadeuse, nannte sie sich, also Brigadierin in einem in einer Eiscreme-Bude. Und das war das Leipziger Eiscreme-Werk Eismeier, was das einzige Werk, was noch Stieleis machte, weil es gab eben halt immer etwas nicht, also keine Stiele oder keine Verpackung oder so. Und die haben eben, weil sie eben eigentlich so ein Privatbetrieb noch waren, sie waren 72 enteignet worden, wie alle kleinen Betriebe, und trotzdem gab es noch dieses Gefühl von Privatheit. Und nach der Wende haben die gedacht, die können jetzt durchstarten und haben der Eigentümer den Betrieb wieder zurückgekauft und dann sind sie halt von der Treuhand platt gemacht worden. Und sie beschrieb das eben so, dass es für sie eben ihr Zuhause war und sie manchmal zu DDR-Zeiten halt irgendwie Frauen, die immer verschlafen haben, von zu Hause abholte und dann damit in den Betrieb nahm und so.
Und sie erzählte dann, und das fand ich so wahnsinnig berührend, dass die Maschine, die sie, die war eine Maschine, die sie in Dänemark bekommen hatten, aus Dänemark bekommen hatten, die sie immer gepflegt hatten, wo sie jedes Einzelteil, was eben kaputt war, nachgefeilt hatten, um das eben, um diese Maschine weiter zu betreiben, dass die dann abgeholt wurde und nach Polen gebracht wurde, wo in Polen weiter Eiscreme hergestellt wurde. Und dass sie dann eben alle vor dieser Maschine standen und sich von ihr verabschiedet haben und getrauert haben. Und dann war eben für sie auch die, ihre Arbeit zu Ende. Sie wurden arbeitslos und sie haben dann ihre Kittel im Schrank hängen lassen. Weil sie dachten, irgendwann werden sie nochmal gebraucht. Ja. Mhm. Und diese Frau hatte aber nie wieder Arbeit gefunden. Und das war eben so etwas, was eben auch wirklich als Kränkung so weitergeführt worden ist und auch quasi die nächste und übernächste Generation auch betroffen hat. Und ich glaube, was aber eben zu den positiven Sachen der Vereinigung zu sagen ist, was Frauen angeht, ist, dass eben diese Frauen, die da mit den Bewerbungsmappen dann in den Westen gegangen sind, eben diese Art zu arbeiten, Kinder zu haben, in den Westen getragen haben. Und der Westen hat sich in dem, in dieser Frage auch wirklich verändert. Also das hat, ist, wenn man sich das anguckt, 1989, wenn man da guckte, in Süddeutschland, die Kindergärten hatten 3 Stunden auf oder so, das hat sich ja auch verändert. Und viele von denen, ich habe ja viel auch mit Frauen zu tun, die quasi im Westen sozialisiert worden sind, die sind ja mit Absicht dann auch in den Osten gegangen, weil sie wussten, sie können dort Kinder haben und können eben die Kinder auch unterbringen und müssen nicht irgendwie sehen, dass sie irgendwie 3 Stunden am Tag arbeiten können oder so und dann muss das Kind wieder abgeholt werden. Also diese Art von Verbindung von Arbeit und Familie, das ist, glaube ich, etwas, was auch den Westen verändert hat. Familie ist ein gutes Stichwort. Sergej, du bist Milan sprach ja schon davon, dass es nicht nur um Zentral-, sondern auch um Osteuropa geht. 1975 in Astrachan geboren, in der Sowjetunion. Und bist dann, als du 18 Jahre alt warst, nach Deutschland gekommen, nach Schleswig-Holstein in ein Flüchtlingsheim, wo ihr euch dann durchgeschlagen habt und du dich durchgeschlagen hast. Gibt es viele tolle Geschichten. Ja. Dich selber sozusagen oder dir selber deine Bildungsbiografie erkämpft hast im Westen. So. Und heute, du bist Anwalt, du bist Europaabgeordneter, also von Astrachan über Schleswig-Holstein, Kassel, was weiß ich für Orte, nach Brüssel. Hättest du das träumen lassen, dass es diesen Weg geben kann für jemanden aus der Sowjetunion? Nein, natürlich nicht. Und das habe ich persönlich auch dieser Zeit zu verdanken. Also dieser Zeit und diesen Menschen. Und einer wurde ja erwähnt, einer, der sehr beschimpft wird häufig in der Sowjetunion oder in der ehemaligen Sowjetunion, Gorbatschow. Ich finde, und das sage ich auch immer wieder, aus meiner Sicht ist vieles, was dort passiert ist und hier passiert ist, der Verdienst eines Menschen. Ja, es ist nicht nur eine Revolution, wo Massen sich etwas erkämpft haben, sondern das ist auch so ein bisschen eine Geschichtsstunde, die zeigt, was eine einzige Persönlichkeit, ja, eine Führungspersönlichkeit, machen kann und Geschichte umkehren kann. Ohne jetzt natürlich alle anderen Akteurinnen und Akteure kleinzureden. Aber klar, natürlich, also für mich war das auch eine Zeit, ich sage ja immer, ich habe 3 Leben gelebt. Mein erstes Leben war noch vor der Wende in der Sowjetunion und mein zweites Leben war eben in Deutschland in den 90er Jahren, wo man sich eben das versucht hat zu erkämpfen, einen Platz, und das dritte Leben nehme ich jetzt. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Leben ist eben 1990, beziehungsweise bei uns hat es ja früher angefangen, eben mit 87. Und wir haben es natürlich auch anders erlebt. Ich war damals noch ein junger Mensch, aber man wurde ja in der Sowjetunion damals auch vielleicht ein bisschen früher erwachsen und hat, sagen, die Wahrnehmungen waren schon da von diesem geschichtlichen Moment. Ich glaube, das hat
das Verhältnis zwischen Mensch und Wahrheit, das ist für mich so ein Punkt, ein wichtiger Punkt, verändert. Das Wichtigste, was ich erlebt habe, ist zu verstehen oder das zu erleben, dass das, was um dich herum konstruiert wurde an Realität, plötzlich zerfällt, an Wahrheit plötzlich nicht mehr da ist. Denn es ging, bei uns war es ein bisschen anders, als es vielen Menschen in der DDR ging. Also wir waren sozusagen ein riesiger Teil der Ahnungslosen. Ja, bei uns, weil das Land so groß war, weil Radiosendungen unterdrückt wurden. Also man hat dann irgendwas gehört, so Voice of America und dann nur noch Rauschen. Wir hatten keine Fernsehsendungen, gerade da, wo wir waren, aus dem Westen. Also es gab nur, ich bin aufgewachsen im vollen Glauben an mein Privileg, sowjetischer Bürger zu sein und im Bedauern und Mitleid mit allen, die nicht in der Sowjetunion oder im sowjetischen Block aufwachsen. Und dann auf einmal, und ich war ja nicht der Einzige, der so aufgewachsen ist, ne? Das ist ja ein großes Land, und dann auf einmal zu sehen, im Fernsehen zu sehen, ja, erst einmal, wie das Land da draußen eigentlich aussieht. Und auch plötzlich zu erfahren, wie die Geschichte des eigentlichen Landes eigentlich war. Ja, wir hatten ja sozusagen Abende, wo die Straßen wie leer gefegt worden sind, weil Menschen vor Fernsehgeräten saßen und ehrlich gesagt die einfache Dokumentation über den Alltag im Westen sich angeguckt haben mit offenem Mund. Regale in den Lebensmittelgeschäften sich angeguckt haben, wie das hier eigentlich aussieht. Und natürlich ist das nur sozusagen dieser konsumeristische Aspekt, aber das war wichtig, das war für Menschen, das hat unseren Alltag geprägt, der auch ein bisschen härter war als das in der DDR wegen Versorgungsknappheit und so weiter und so fort. Und das ist eine Erfahrung, egal ob das mit Lebensmittelregalen oder mit Büchern von Bulgakov zusammen zu tun hat, die man dann plötzlich entdeckt und endlich lesen kann. Das Hinterfragen von sich selbst und von dem, was dir beigebracht wurde. Ne? Und daraus entstand auch ein völlig neues Verhältnis zwischen Mensch und Wahrheit, aber auch zwischen Mensch und Gesellschaft. Auf einmal das Wiederentdecken der eigenen gesellschaftlichen Subjektivität, ja, dass du ein Subjekt bist, ja, dass du nicht ein Kollektiv bist, sondern du kannst auch diese Geschichte mitgestalten, wenn du willst, oder jedenfalls auch alltägliche Wahlentscheidungen zu treffen. Also das ist etwas, was damals auch und auch mich geprägt hat. Und auch das Verhältnis zwischen Mensch und Geschichte. Also das Geschichte eben, nicht umsonst kamen ja da diese ganzen End-of-History-Fantasien und Konzepte, aber ich glaube auch im Alltag, dass eben dieser Geschichtsfluss, in dem du einfach schwimmst und wo alles gleich ist, plötzlich nicht mehr ein Fluss ist, sondern es kann ein Ozean sein, es kann ein Sturm sein. Du bist entweder ein Teil dessen, weil dich einfach, da bist du wie das Objekt. Ja? Einfach zu sehen, dass diese 1990 oder 1991, würde ich sagen, bei uns mit dem Putsch und mit dem Zerfall der Sowjetunion, denn bei uns ging es ja nicht um Wiedervereinigung, sondern um Wiedertrennung. Wie managt man das? Ja? Das ist etwas, wo man dann gesehen hat, wir erleben etwas, was tatsächlich Geschichte ist und nicht einfach ein monotoner Alltag, den man lebt. Und das prägt. Ja? Und vielleicht bin ich auch deswegen in dieser Eigenschaft auch hier sozusagen oder diese Eigenschaft auch angestrebt habe, auch politisch aktiv zu sein, weil ich sage immer, ich bin so ein Perestroika-Kind. Das hat mich sehr geprägt. Genauso wie mich wahrscheinlich auch geprägt hat die Tatsache, dass ich 1993 aus Russland, aus der Russischen Föderation raus bin und diese Ernüchterung und diese Härte der 90er Jahre,
sozusagen der Ernüchterung der Demokratie nicht erleben musste. Ja? Also ich bin gewissermaßen so in meiner Perestroika-Begeisterung so konserviert. Und deswegen kämpfe ich eben für Rechtsstaatlichkeit, für liberale Demokratie. Ich finde, dass das eine Chance und ein Geschenk für uns war. Und dass es sich lohnt, bei allen Kritikpunkten, die auch zu Recht kritisiert und wiederentdeckt als Kritikpunkte werden, ich lasse da trotzdem das nicht im Stich, weil ich glaube, ne, also Milan nickt die ganze Zeit. Das sind Erlebnisse, die einen wirklich prägen und motivieren. Ja, das war ja schon fast so eine Art Schlusswort, aber wir sind natürlich nicht am Schluss. Es gibt natürlich vieles zu erzählen. Ich würde jetzt gerne mal hier in die Runde, die jetzt fast eine Stunde lang zugehört hat, schauen. Ich hatte ja gesagt, wir sind Wolfgang Templin ist da, der Warschau unser Büro eröffnet hat. Das der weite Horizont, den wir jetzt noch mal hatten mit Gorbatschow, mit dem Blick, sozusagen dem deutsch-sowjetischen oder deutsch-russischen Blick, dazwischen die Länder Mitteleuropas, die so quasi auch Objekte dieser Entscheidungen, dieser Geschichte waren. Wolfgang, vielleicht kannst du das noch mal so reflektieren aus der polnischen Sicht. Ich meine, die polnische Opposition war für die Dissidentinnen und Dissidenten in der DDR extrem wichtig. Was bedeutete diese deutsche Wiedervereinigung für das deutsch-polnische Verhältnis? Es gibt ein Mikrofon auf dem Tisch und du musst es selbst anfassen. Es wird gleich wieder desinfiziert. Wenn ich sitzen bleibe, geht das oder stehen? Das geht gut, weil du bist trotzdem gut, im Bild. Wunderbar. Ja. Ich werde ein bisschen breiter ansetzen, aber zunächst mal ein wunderbares Buch. Ein ganz großes Kompliment. Ich bekam das und war genauso fasziniert und habe es meinem Sohn und seinem Partner geschenkt. Die beiden waren 1990, also Jusek war 4 Jahre alt und sein etwas älterer Partner Olli, der war 8 Jahre alt. Beides Ostberliner frühkindliche Biografien. Die waren zunächst verblüfft, als ich ihnen dieses Telefonbuch anbrachte zu einer besonderen Gelegenheit und haben sich drüber gestürzt. Und Jusek, jetzt 36 Jahre alt, ist Lehrer an einer, wie sagt man so schön, Lichtenberger Problemschule. Und der kann das, was in diesem Buch steckt, hatte mir hinterher bestätigt, ganz fantastisch anbringen. Die beiden sind geschichtswach interessiert, aber haben unglaublich viel Neues, Unbekanntes dort entdeckt. So zur Frage, meine eigene Beziehung zu 1990, aber ich mache es mal an diesen Dekaden fest, weil ich merke, wenn ich heute hier sitze mit einem grundguten Gefühl, dann hat das Gründe, die mit diesen drei Dekaden und meinem durchaus nicht nur Mittelost, sondern osteuropäischen Horizont zu tun haben. Das fing 1990 an, dass ich mit einer ganzen Reihe dann durch Reiseverbot unterbrochenen polnischen Grunderfahrungen 1990 so seit 15 Jahren zu tun hatte. Das setzte bei mir 75, 76 ein. Ein guter Freund von mir, Marco Martin, sagte jetzt bei einer Lesung vor 2 Tagen, er zitierte oder hat einen Passus zu mir und sagte, ja, das ist der, der in Polen Opposition gelernt hat. Etwas verkürzt, aber es ist doch eine ganze Menge dran. Und ich war ja nicht der Einzige. Ich muss immer sagen, ich sitze hier, wenn ich an die Bündnis 90 Aktivisten aus der Gruppenszene kommend von 1990 denke, dann habe ich sofort Reinhard Weißhund vor mir, Ungarn. Dann habe ich Gerd Poppe vor Augen, bei dem ich selber in dem Sinne dann etwas später auch Opposition lernte, als ich in die Gruppenszene reinkam. Bei dem gab sich halb Mittelosteuropa in meiner Wohnung dann auch, aber das teilte sich ebenso bei Bärbel Bohler in den 80er Jahren. Milan Horacek kenne ich seit 1982. Ich werde unsere ersten Begegnungen in Berlin nie vergessen.
die kleine Gruppe der West, aber auch die von uns. Dann könnte ich Jens Reich nennen. Dann könnte ich Ludwig Mehlhorn. Ludwig Mehlhorn, natürlich. Ludwig Mehlhorn, Eckhard Maas, wir sitzen hier zusammen. Und dann kommt so etwas, wenn mich jemand nach dem Januar 1990, ich fange mal beim Anfang an, fragt, ja, was war denn da das Wichtigste für dich? Ja, dann, ich war mitten am Runden Tisch, dann sage ich natürlich Warschau, weil wir mit einer Delegation des Runden Tisches, das machte ein Oppositionsfreund von uns, der bis zu seiner freiwilligen Abberufung jetzt, Jacek Czaputowicz, er ist jetzt polnischer Außenminister gewesen, ein weiter Weg dahin. Damals war er einer unserer wichtigsten polnischen Verbindungsleute und er brachte es uns, es fertig uns dann mit einer Delegation, 6 Leute waren wir ungefähr, Ludwig natürlich auch dabei und ein paar andere, auch Stefan Hilsberg von der SDP damals. Und wir wurden mit Freundlichkeit, wir wurden mit Nähe, aber da war so ein bisschen was Paternalistisches dabei. Wir haben es geschafft, die Solidarność-Oppositionellen, und jetzt kommen die kleinen verspäteten Brüder und kriegen mal alles auf den Tisch, was an guten Ratschlägen nur da sein kann. Haltet zusammen, werdet politisch reif, lernt Kompromisse zu schließen, geht richtig mit der Machtverantwortung um. Das waren alles Ratschläge, die in die bitterste Niederlage der ersten Solidarność-Helden einige Monate später mündeten. Also Lektion, es gibt nichts Schlimmeres, als sich auf den eigenen Erfolgen unreflektiert hinzusetzen, auszuruhen und nicht zu merken, wem steht man gegenüber, mit wem hat man zu tun. Also unsere eigene Naivität, die sich durch das Jahr 1990 zieht. Wir sitzen am runden Tisch und bilden uns ein, unser Gegenüber ist genauso an der Demokratie und am Umbruch und am Progress interessiert. Gab es Einzelne, sicher auch aus den alten Parteien. Es waren Einzelne. Die Cleverness, das Machtbewusstsein, was die Blockflöten hatten, aus den, nicht immer qualifiziert, es gibt ja auch so eine Art primitiv cleveres Machtbewusstsein, das haben die gegenüber uns und hinterher auf die Schulter klopfen, ja toll, dass ihr das gemacht habt, aber worum geht's? Es geht darum, in der Politik Mehrheiten zu organisieren, wie das Helmut Kohl geschafft hat. Ich will seine Verdienste nicht mindern, aber da hat er sich einige Bubenstückchen in dieser Zeit geleistet, die wir ja, ohnmächtig verschlafen haben. So, das war dieser Ausgangspunkt 1990, aber da hatte ich das Gefühl, wir haben eine tolle Unterstützung von den Grünen bekommen, wir passen gut zusammen. Wir konnten uns auf unsere Freunde verlassen. Ja, ja, ich komme drauf, ich komme drauf. Ein Jahrzehnt später, also das erste Jahrzehnt, die erste Dekade, wenn man mich hier irgendwo hätte sitzen sehen, ich saß, aber das war, glaube ich, in kleineren Runden, ich hätte etwas verächtlich geschnaubt, wenn ich an diese frühen Illusionen dachte. Ich hatte nämlich die Bündnisgrünen, Bündnis war schon kaum noch vorhanden, die Grünen in einem Zustand vor mir, der mich wirklich in die Distanz trieb. Das Koch-Kellner-Verhältnis zu Schröder, das Zampano-Gehabe an der Spitze, der Fischersche Männersclub, auch Fischer hat seine besseren Seiten und Verdienste. Ich dachte, verdammt, wohin rudert das? Neoliberaler Durchmarsch, verkürzt gesagt. In Polen sah es auch nicht so toll aus. Ich verkürze das jetzt noch eine Dekade weiter. Da auf einmal konnte ich besserer Laune sein oder mich besser fühlen, aus guten Gründen. Ich hatte in der zweiten Dekade unseres Dreierschritts, ich hatte mit meiner Entscheidung, du bleibst im grünen Horizont, in dem du immer warst, du bist auf eine gewisse Weise emanzipiert und politisch erwachsener, links und bleibst es im sozialen Sinne. Du lässt dich also von diesem ganzen Hartz-IV-Theater und den Erfolgsmeldungen nicht blenden. Du machst auch nicht den einfachen, früher war es besser Schritt, sondern gehst über alle Parteien hinweg mit den Leuten in eins, ob das Ottmar Schreiner ist, ob das ja später Heiner Geißler ist und diejenigen bei den Grünen, die das ähnlich sahen, mit der Hoffnung, es kann tatsächlich auch noch mal was rausführen aus dem Tal. Vor 10 Jahren stand ich zunächst unverhofft, dann mit großer Freude angenommen vor der Herausforderung,
das Warschauer Büro nicht zu gründen. Da gab es Agnieszka Rochon, sondern mir noch mal einen späten, ich würde sagen, fast Traum zu erfüllen. Einige Jahre richtig dort, polnische Alltags- und Lebenserfahrung zu sammeln und ja, mit positiverem Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin im Bündnis Grünen Horizont präsent und traue den Grünen zu, das Gefühl hatte ich schon damals, und traue den Grünen zu, die Lernschritte, die man braucht, die wir uns selber zugemutet haben, selber zu machen. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann kann ich sagen, Gott sei Dank. Ich sehe, wir sind hier bei Böll und das ist nun mal auch eine politische Frage, die wir in diesem Jahr vor uns haben. Ich sehe mit richtig Erleichterung und wir haben unseren Anteil daran. Es ist kein Zufall, dass die Bündnisgrünen das Bündnis in ihrem Namen wieder größer schreiben, dass sie auf Leistungen, auf Eigenschaften der Gründergeneration, also auch von uns, deutlicher zurückgehen, nicht nur taktisch, dass sie sich personell, inhaltlich, innerweise aufstellen, dass ich sagen kann, Gott sei Dank haben wir in diesem Herausforderungsjahr eine Partei, die in den Fragen die Sergei beschäftigt, die Milan beschäftigt, die Frage die osteuropäische Herausforderung, die außen- und sicherheitspolitische Herausforderung, ich denke doch einigermaßen verantwortlicher Umgang mit der sozialen Frage, das Verbinden von Klima, Ökologie, Emanzipation und der außenpolitischen Verantwortung. Ich sage das deswegen so bewusst, weil wenn ich in die anderen Parteien hereinschaue, ich will die Ausnahmen nicht. Das war jetzt so ein Bogen, ja. Das war ja jetzt schon quasi ein paar Fortschritte durch 30 Jahre grüne Geschichte. Ich würde gerne nochmal, wir sind ja jetzt quasi so im Teil der Publikumsbeteiligung. Ja. Bevor wir noch weiter nach Osten gehen, Richtung Georgien, was den Horizont noch mal so weitet, wie Sergei ihn geweitet hat. Im Moment, jede muss hier das eigene Mikro nehmen. Würde ich gerne mal zwischendurch die Generation wechseln und Claudia Müller, die heute Bundestagsabgeordnete für Mecklenburg-Vorpommern ist, fragen, wie blickst du auf diese Geschichte, die ja für dich vielleicht sogar mehr Geschichte ist als für möglicherweise viele andere hier im Raum. Und wie erklärst du dir, dass dieses Verhältnis zu den mitteleuropäischen Ländern hier eine große Rolle spielt, aber ansonsten in den Feierlichkeiten zu 30 Jahre Deutsche Einheit und sicherlich kann man das auch für 29 und 28 sagen, jedenfalls nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat? Erstmal vielen Dank für das Podium und während der ganzen Beiträge bei mir. Ich bin übrigens so alt wie der Partner sozusagen, also auch mit 8 Jahren damals, als sozusagen die Friedliche Revolution stattfand. Immer so ganz viele Bruchstücke und Erinnerungen, die dann wieder hochkommen, auch mit den verschiedenen Bildern. Es bringt so ganz viele Assoziationen. Und als wir gerade darüber sprachen, mit dem Blick auf Mittelosteuropa, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, dass in der Zeit, bevor sozusagen der 9. November stattfand, wir sehr, sehr viel auch in die Partnerländer Mittelosteuropas geguckt haben. Wir haben natürlich vor allen Dingen über die westdeutschen Medien gesehen, was ist die Entwicklung in Polen, was ist die Entwicklung in der Sowjetunion. Ich meine, auch diese Informationen bei Glasnost, Perestroika, der Sputnik war nachher verboten. Über was in Ungarn passierte, was in der Tschechoslowakei passierte, das hat man schon bewusster wahrgenommen. In dem Moment aber, wo die eigene Entwicklung so rasant wurde, kam der Blick eher auf die eigene Entwicklung. Man war so mit sich selbst, mit den Entwicklungen hier, mit diesem Tempo beschäftigt, dass die zeitgleichen Entwicklungen etwas aus dem Blick, glaube ich, der Mehrheit kamen und auch nicht wieder zurückkamen. Ich glaube, dass wir tatsächlich momentan anfangen, es wieder etwas mehr in den Blick zu nehmen. Mein Eindruck ist, dass es dieses Jahr etwas mehr eine Rolle spielte, zumindest in Teilen der Diskussion, die ich wahrgenommen habe, als in den letzten Jahren zuvor, dass sehr wohl inzwischen auch die Einsicht entsteht, dass die Friedliche Revolution in der DDR kein singuläres Ergebnis war. Es war eingebettet in diese gesamten Entwicklungen. Und dass dieses Bewusstsein
Und damit auch zu sehen, dass die Entwicklungen, die wir in den neuen Ländern haben, auch immer auch ins Verhältnis gesetzt werden sollte zu den Entwicklungen, die wir in Polen haben, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, aber auch eben in den ehemaligen Sowjetrepubliken, besonders im Baltikum, dass das sozusagen etwas ist, was ich hoffe, wir in der nächsten Dekade noch mal viel stärker in den Blick nehmen und damit auch diesen, das Thema der Einheit, und zwar nicht nur der deutschen Einheit, sondern der europäischen Einheit, damit noch mal eine weitere Dimension geben und deutlich weiter nach vorne bringen. Denn das ist tatsächlich etwas, was im Diskurs fehlt und was auch ein Teil dieser Sprachlosigkeit mit Blick auf unsere Partner in Mittelosteuropa ist. Wir haben die Entwicklung, wir haben das, was dort passiert ist, nicht gesehen. Wir waren zu sehr mit uns beschäftigt, wir haben diesen Blick verloren. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich war er in dem alten Westdeutschland gar nicht da. Es war die Orientierung Richtung Westen, Richtung Frankreich. Und wir brauchen diese Entwicklung auch, diesen Blick in den Blick unserer Partner in Mittelosteuropa. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den ich so ein bisschen auch aus dem, was ich hier sehe und diese Erinnerungen, diese Bruchstücke, die immer wieder vorkommen, auch mitnehme. Diesen Blick zu schärfen, diesen Blick nach vorne zu bringen, um dann wirklich eine echte, nicht nur deutsch-deutsche Geschichte, sondern eine echte europäische Geschichte für nach 45 zu entwickeln. Ein Blick, der beide Seiten gleichberechtigt einbezieht, der das entwickelt und eben nicht eine einseitige Geschichtsschreibung, damit also nur dann können wir zu einer echten Einheit kommen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der mindestens nächsten 10, wahrscheinlich eher der nächsten 30 Jahre. Danke. Jetzt nochmal Blick schärfen und diese beobachtete stärkere Aufmerksamkeit, wozu wir ja zum Teil auch durch Entwicklungen, die uns überhaupt nicht gefallen, große Anfälligkeit für Rechtspopulismus, polarisierte Gesellschaften, gerade in Mittel- und Osteuropa, gezwungen werden geradezu. Jetzt nochmal den Schritt noch ein Stück weiter gemacht, über Zentraleuropa hinaus, wirklich nach Osteuropa. Ickemas, du bist selber jemand, mit dem wir hier mehrere Abende also bestreiten könnten, Gründer eines Dissidentensalons in Ost-Berlin. Aber worauf wir jetzt eigentlich hinaus wollen, sind deine sehr, sehr engen Kontakte nach Georgien, die du sehr lange, sehr frühzeitig geknüpft hast und die du bis heute erhältst. Wie ist das, wie ist der Blick aus Tbilisi und anderen Städten in Georgien auf dieses Jahr 1990? Ja, nach meinen langen Reisen durch die ruhmreiche Sowjetunion, Baltikum, Russland, Jakutien, Mittelasien, bin ich dann eigentlich in Georgien hängen geblieben und reise seit 1983 jedes Jahr nach Georgien, manchmal mehrfach, und habe erlebt, wie nach diesem 9. April, nach der Niederschlagung einer friedlichen Demonstration durch russische OMON-Truppen mit geschliffenen Spaten, mit dem Einsatz von Giftgas, also eine furchtbare Geschichte, wie danach die aus den Helsinki-Gruppen entstandenen Oppositionsgruppen immer mehr an Bedeutung erlangten und dann auch einen runden Tisch gründeten. Und als ich dann im Dezember oder ich weiß nicht mehr, Ende 89 dann nach Georgien kam, zu meiner Freundin Naira Gelashvili, die dann das Kaukasische Haus später gründete, da war die Losung des runden Tisches: Georgien den Georgiern. Also mir blieb der Mund offen stehen. Naira, was habt ihr für eine Losung? Das ist eine nationalistische Losung. Mhm. Georgien ist ein multiethnisches Land. Ich habe hier Freunde bei den Armeniern, bei den Kurden, bei den Aseris, bei den Osseten, die hier leben. Ihr könnt ihr doch nicht alle ausgrenzen. Ihr müsst doch wenigstens sagen, Georgien den Bürgern Georgiens. Und in diesem Gespräch begriff ich, dass die Implosion des sowjetischen Imperiums nicht nur die Implosion dieses Imperiums war, sondern auch die Implosion einer Weltanschauung, die in ganz, ganz vielen Leuten, in Millionen von Leuten ganz fest verankert waren, die plötzlich alle in der Luft hingen. Und viele, besonders auch in Russland, guckten dann nach Europa, was kommt von dort, gerade auch nach Deutschland. Und aus Deutschland kam hauptsächlich eine starke Wirtschaftsgier, sage ich mal, ein starkes wirtschaftliches Interesse. Und die Werte, die fielen so ein bisschen hinten runter. Da hat man nicht so genau hingeguckt, auch nicht in den späteren Jahren. Und sodass wir
in allen postsowjetischen Ländern einen starken Nationalismus haben und einen religiösen Fanatismus, ganz egal ob islamisch oder christlich, die unheilvoll waren für die Entwicklung dieser Länder. Und ich hätte mir gewünscht, dass der erste frei gewählte Präsident in Georgien, Sviat Gamsachurdia, in diesen Anfangszeiten mehr Beratung bekommen hätte aus dem Westen in Minderheitenpolitik. Weil das war in diesen Jahren das Ausschlaggebende, weil dieser Nationalismus diese späteren Konflikte mit Abchasien, mit Südossetien einfach produziert hat. Die waren dann nicht mehr zu vermeiden und die haben dann die Entwicklung des Landes dann auch in den nächsten Jahrzehnten weitgehend lahmgelegt. Ich will die Entwicklung weiter nicht skizzieren. Für mich war es so, dass ich auch begriff, dass es in diesen Ländern, also diesen postsowjetischen Republiken, ausgenommen des Baltikums, ich meine jetzt wirklich also im Südkaukasus, es keine demokratischen Traditionen gab, an die man hätte anknüpfen können. Das heißt, diese Völker haben nie Demokratie erlebt. Und als da noch dieser Konflikt entstand mit diesem nationalistischen ersten Präsidenten, Sviat Gamsachurdia, der dann in diesem Winterkrieg 92-93 aus seinem Amt von seiner eigenen Armee also herausgeschossen wurde, das sind alles unglaubliche Ereignisse gewesen, weil dann die gesamte Gesellschaft gespalten war in die Anhänger dieses Präsidenten, die Sviatisten und die Leute, die ihn nicht mehr wollten, die einfach ein Georgien wollten, was etwas freier ist, was demokratischer ist. Und ich habe, weil ich nun jedes Jahr meine Freunde dort besuchte, erlebt, wie dieser Konflikt sogar in die Familien hineinstrahlte. Das heißt, wenn ich zu einer Feier kam, sagten die mir an der Tür, Ecke, bitte kein Wort über Politik hier. Also wenn wir jetzt hier anfangen, über Politik zu reden, wird es ja eine Prügelei geben und die ganze Feier ist vorbei. Und ich habe dann bemerkt, dass die Hauptursache für diese Konflikte war, dass es fehlte, dass man die Meinung eines Andersdenkenden respektieren konnte. Und das ist in Georgien bis heute so. Ich hatte dann das Glück, dass ich 1990 dann in die Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen wurde und dann 7 Jahre in dem Beirat Nachbarschaft in Europa gearbeitet habe, auch mit Milan Horacek zusammen, eine sehr tolle Zeit. Und in dieser Zeit habe ich in Georgien dann 3 Konferenzen organisiert, die von der Böll-Stiftung finanziert wurden. Und die erste, die war ganz wichtig, da hatten mir dort die Abgeordnete des Parlaments gesagt, hier hat keine Ahnung von Demokratie. Und ich hatte gerade erzählt, wie ich hier an der Humboldt-Universität einen Professor erlebt hatte aus Bonn, Professor Vollrath, der über die Grundlagen der Demokratie Vorlesungen und Seminare hielt, über Hannah Arendt, über den Föderalist, also über den Briefwechsel der ersten amerikanischen Präsidenten, die sich darüber ausgetauscht haben, wie soll Demokratie funktionieren? Wie kann man das erreichen, dass hier nicht eine Minderheit, also die Mehrheit unterdrückt oder die Mehrheit eine Minderheit unterdrückt? Und das war so spannend, dass ich das in Georgien erzählt habe und da sagte mir dann Regisseur, den ihr alle kennt, Elda Schengelaya, bring diesen Professor hierher. Und dann habe ich dann 1992 an der Universität in 3 Tagen eine Konferenz organisiert über Grundlagen der Demokratie, habe ich noch auf Tonband, ganz großartig, weil diese beiden westlichen Professoren, Professor Buro von der Böll-Stiftung näher und dann dieser Ernst Vollrath demonstriert haben auf der Bühne, was es heißt, verschiedene Meinungen zu haben und sich gegenseitig zu respektieren. Und das sehe ich als unsere wichtige Aufgabe nach wie vor an, dass wir diese Länder also in diesem Bestreben, also um Demokratie, unterstützen. Und ja, jetzt wollte ich noch etwas sagen, das ist mir jetzt entfallen. Ja, wir sollen auch nicht unterschätzen. Ich habe ja dann über die Böll-Stiftung noch die ersten kaukasischen Konferenzen organisiert mit Naira Gelashvili, die dann begriffen hat, dass man diese Fäden, die Verbindungen, die es zwischen diesen kaukasischen Ländern und Völkern gab, auf Gebieten also der Politik, der Wirtschaft, des Sportes, der Kultur und so weiter, der Wissenschaft, die waren ja mit einem Mal gekappt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und deswegen war es so leicht, dort ethnische Konflikte zwischen diesen Völkern zu provozieren, was den Russen auch sehr gut gelungen ist. Und dieses kaukasische Haus hat versucht, dem
entgegenzuwirken mit diesen Konferenzen zu den Themen, also Konflikte, Vermeidung, Friedensarbeit und Ökologie. Also das war unheimlich spannend und das habe ich also in diesen Jahren immer versucht zu unterstützen und halte das bis heute wichtig. Und noch ein letztes Wort in diesem Zusammenhang: soll man nicht unterschätzen, dass die Flüchtlinge, die wir hier aufnehmen in Deutschland, ein ganz wichtiges Element sind, also eines Wertetransfers in die Länder, wo sie herkommen. Also ich leite ja so eine kaukasische Gesellschaft seit 25 Jahren und arbeite zu Tschetschenien, hauptsächlich mit tschetschenischen Flüchtlingen. Es ist unglaublich, wie diese Werte dorthin getragen werden, was unserem Lande dann auch eine ganz große Verantwortung auflädt. Ja. So wie wir uns hier verhalten, wie wir hier Demokratie vorleben, nur so wird sie auch weitergegeben. Und wenn das hier nicht funktioniert gegenüber diesen Flüchtlingen, wenn die Verwaltung nicht funktioniert, dann geben wir dort die falschen Signale hin. Sergej, das ist ja ein hoher, was Ecke Maastricht beschrieben hat, ist ja ein hoher Anspruch an europäische Demokratie. Wenn wir jetzt nach Brüssel gucken, wenn wir sehen, wo haben wir demokratische Defizite in den Ländern, wie wir sehen, dass sozusagen es Demokratiegefährdung von außen gibt, aber auch von innen durch Polarisierung, durch Populismus in den Gesellschaften. Wie siehst du die Verantwortung für das Zusammenwachsen oder für die Einheit Europas, die von so vielen neuen Prozessen gefährdet ist und wo wir im Inneren so viel zu tun haben? Wo siehst du trotzdem die Verantwortung und die Herausforderung, die östliche Partnerschaft mit hineinzunehmen und zu unterstützen? Gibt es da einen Impuls? Hast du das Gefühl, so wie Claudia das beschrieben hat, vielleicht kommen wir jetzt wieder mehr dahin, auch nach Mittel- und Osteuropa zu schauen und das stärker, die Prozesse dort stärker wahrzunehmen, weil sie wichtiger geworden sind? Wie siehst du das aus der Sicht des europäischen Parlamentariers? Also ich sehe das ambivalent, ehrlich gesagt, weil einerseits mache ich ja, Rechtsstaatlichkeit ist ja ein Teil meines Portfolios quasi, und habe gerade, bevor ich hierher kam, haben wir mit dem Kommissar, Justizkommissar Reynders über den neuen Bericht der Kommission diskutiert und was daraus folgt. Und andererseits, und das ist ja klar, dass wir nur dann auch nach außen Glaubwürdigkeit projizieren können und glaubwürdig uns einsetzen können, ob es um Menschenrechte in Russland geht oder you name it. Ja, in den USA nur dann, wenn wir natürlich auch sagen können, diesem Anspruch werden wir natürlich auch bei uns gerecht. Andererseits, und das ist etwas, was ich in dieser Woche weniger ausgesprochen habe, aber vielleicht etwas, was man in diesem kleinen Kreise, inklusive viele, die zuschauen, vielleicht doch auch ansprechen müsste. Was ich merke, ist schon auch ein Unvermögen bei aller Kritik und aller Ablehnung vieler problematischer Tendenzen zu verstehen, nachzuvollziehen, woher diese Tendenzen kommen. Ja? Also es ist doch ein Unterschied zu sagen, das tragen wir nicht mit. Ja? Das entspricht nicht dem, was wir miteinander vereinbart haben und entspricht nicht unserer Wertebasis in der EU. Und es ist davon zu trennen, nicht gleich zu sagen, ja, wir wissen es besser, ja, und das Problem ist, ihr befolgt nicht unseren Vorgaben, sondern nachvollziehen zu können, dass das auch ein Ergebnis ist bestimmter Prozesse und auch bestimmten Verlangen. Und also ich finde, dass wir auch verstehen müssen, dass manche Länder versuchen auch, oder manche Kollektive, Gesellschaften, versuchen, das nachzuholen, was ihnen sehr lange verwehrt wurde. Sozusagen eine Wiederfindung der, ich benutze jetzt das Wort, nationalen Identität. Ja? Das ist etwas, was für sie ganz lange eine Sehnsucht war, was durch eine Besatzung in vielen Ländern
nicht erlaubt wurde. Und das sozusagen gleich sofort umzuschalten und zu sagen, und jetzt kommt ihr und legt das einfach, diese Sehnsüchte, ja, diese Dämonen auch, die euch ja umtreiben, aber das ist ein Teil der menschlichen Natur, ja. Das zu akzeptieren und das nachzuvollziehen und vielleicht dadurch auch eine andere Sprache zu finden und auf eine andere Art und Weise auf die Probleme und Defizite hinzuweisen, auch mit einer anderen Glaubwürdigkeit, ja, weil die anderen Länder verstehen dann, dass du sie verstehst. Das ist etwas, was harte Arbeit ist und das ist nicht einfach. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Woche, wo wir doch mit Verve und auch ich darauf hingewiesen haben, was die Konditionalität angeht, ne, also sozusagen Verbindung mit Geld, und das ist ja klar, wir stehen auch dazu, aber vielleicht müsste man auch so ein bisschen eine Pause machen und dann im zweiten Schritt oder im ersten Schritt, bevor man etwas verlangt, auch versuchen zu verstehen. Versuchen zu verstehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gästefreundinnen und Freunde im Saal, liebe Podiumsteilnehmende, versuchen zu verstehen, das Jahr 1990 nochmal freizulegen. Das war der Versuch, den wir mit dieser Veranstaltung gemacht haben. Wir danken ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Und ich kann nur meiner großen Freude und Zufriedenheit darüber Ausdruck verleihen, dass das, was Jan Wenzel am Anfang beschrieben hat, die assoziative Kraft, dieser assoziative Raum, dass der tatsächlich entstanden ist durch dieses Buch. Und dass wir die Freude hatten, am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit 1990 hier zusammenzusitzen und so intensiv zu sprechen. Vielen Dank und einen schönen Abend.